gar kein Bibelzitat möchte ich präsentieren, sondern ein Zitat von Martin Luther. Ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Das hat Martin Luther geschrieben in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich finde, dieses Zitat bringt sehr klar zum Ausdruck, dass wir frei sind, aber dass unsere Freiheit eine verantwortete Freiheit ist. Freiheit und Verantwortung gehören untrennbar für den Christenmenschen nach Luther zusammen. Unsere Freiheit endet beispielsweise da, wo wir die Freiheit und die Unverletzlichkeit eines anderen gefährden und bedrohen. Deswegen gibt es keine schrankenlose Freiheit, sondern eben immer nur eine verantwortete Freiheit. Die baden-württembergische Landesverfassung hat das im Übrigen aufgegriffen. In ihrer Präambel heißt es, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, die Freiheit und die Würde des Menschen zu sichern. Ganz interessant, dass in der baden-württembergischen Landesverfassung hier die Freiheit vor der Würde des Menschen genannt ist. Was die Väter und Mütter der Landesverfassung sich dabei gedacht haben, das wäre ein möglicher Gegenstand einer weiteren anderen Untersuchung. Aber dieser Gedanke kommt an ganz exponierter Stelle unserer Verfassung wiederum zum Ausdruck. Insofern hat Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen auch für unseren Staat, auch für unser Land Baden-Württemberg, für unsere gültige Landesverfassung mit seinen klugen Sätzen eine schöne Grundlage gelegt.